ihr heute? Ganz dick, ganz dick und groß. Ganz dick und groß? Ja. Ja, von wem sprichst du denn jetzt hier, ganz dick und groß hier? Top. Ganz große, dicke Top. Ja. Ja, was machst du damit heute? Gattin fest, die kochen für Gattin. Sup. Sup. Also, ich helfe mal ein bisschen, dass es da nicht so große Rätsel gibt hier. Morgen ist Katinfest hier am Buddha-Tempel. Katinfest ist dieses traditionelle, die Mönche bekommen ihre neuen Roben. Und die Bewohner von den Dörfern sagen den Mönchen Dank und geben dort ein Fest und Speis und Trank für die Mönche und auch für die Dorfbewohner dann frei. So, und das machen wir heute. Und zwar machen wir das da so, dass wir dann morgen, also für euch wahrscheinlich ein paar Tage später, wir werden auch verteilen dann, ne? Wir sind also dann hinterm Tresen und dann die Suppe dort verteilen an die Dorfbewohner und alle, die wo dann da kommen. Unser Teil, dass wir spenden. Wir machen natürlich auch immer Spenden und das gehört auch dazu, dass du, wenn du dann ein bisschen wohlhabender bist, dass du dann auch hier was spendest für die anderen dann. Richtig gesagt? Ja. Richtig gesagt. Gut. Also, heute wird gekocht und zwar der große Pott von Zu. Ja. 50 Liter oder was er hat? 55 Liter. 55 Liter sogar. Lee ist auch dabei, weil Lee will auch unbedingt mitmachen hier für gute Segen und Urbi et Orbi. Ne, gibt's ja gar nicht, nur bei den Katholischen, egal. Auf jeden Fall, Lee ist auch dabei und es gibt ein Familienkochfest. Auf geht's. Familienkochfest. Ah! Ah! Ey, raus da! Bei Leute. Swadikap. Jetzele! Hey! Uwes Heilwasser hier! Ja! In den dicken Pott, wo schon was drin ist hier. Also wir machen da ein Süppchen hier, machen wir. Das heißt, Süppchen wird schon was Kräftigeres wird es. Der große Pott von der Su, 55 Liter. So, der ganze steht hier auf so ein Holzkohle-Ding hier, ist doch klar, ne? Kostet ja nicht so viel wie mit Gas oder was. Machst Holzkohle rein und kochen das Ganze. 55 Liter Topf von Zu. Jetzt wird der erste Mal vergewaltigt. Ja. Feuer? Gut, ne? Passt. Ein bisschen Stress hier am Rödeln jetzt hier bei Großküche machen. Ja. So, pass auf, an weiteren. Jawohl, da ist schon richtige Kelle hier. Ja, ich hab schon reparieren, ja, hab schon reparieren. Es ist doch ganz neu, ja, ganz neu. Wahnsinn. Ja, vom Shop geholt dann, ne? Nagelneu und schon kaputt gewesen. Ja. Geil, Papa schon repariert, egal. So, an weitere Zutaten haben wir Schweineknochen, ne? Ja. So mit so Schweineknochenreste, keine Ahnung, was das ist hier. Hackfleisch, eine große Portion. Bei Toy habe ich hier. Dann habe ich hier, was ist das denn schon wieder hier? Hier. Ja. Genau, das ist das hier. Pass auf, wir fangen hier an. Wir haben bei Toy, wir haben Koriander, wir haben Sellerie. Und dann ist das hier Sellerie, die Wurzeln. Haha! Sellerie! Ich hab's gefunden. Ja, ja. Koriander. Sag ich doch. Ha. Was ist das denn hier? Das ist ein Frauenbeglücker. Nee, das stimmt nicht, das ist falsch. Das ist, nein. Das ist ein, ja, was ist das denn jetzt? Ich vergesse die Leute. Muss ich mal kümmern. Das ist nur für andere Leute. Das ist nur für andere Leute. Was ist das jetzt hier? Ja, was war das denn jetzt hier? Zucchini war es auch nicht, nein. Sellerie auch nicht. Lee, was ist das denn? Jetzt sag doch mal. Was ist das hier? Chetau. Chetau. Chetau, ganz einfach, Jungs. Klar, Mädchen, willst du noch hier? Chetau. Oh, die war da doch sein. Ich weiß nicht, was das ist hier. Da. Hier. Klein schneiden, hübsche machen. So. Ist das, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man mir die Kamera in die Hand drückt und sagt, hier, Uwe, mach mal. So sieht das dann aus hier. Jetzt, so wie immer. Klein schneiden, hübsche machen. So. Ich glaube, die Anfang okay. Diese. Anfang diese. Ja. Anfang diese. Wie kommt die Suppe? Ich mag dann mal lang leiden, dann ich mag Suppe.
kleine Zug, dann umziehen nach da. Umziehen nach da. Oder machen die gut. Du bist Chefkoch. Ja. Ich bin nur der Kameramann. Hänger. So, was? Wer bin ich? Peinlich hier. So, hinein damit. Also das Schweineknochen, Stücke, ja. Reste. Gibt eine Knochensuppe, wa? Oder wie? Du? An den Nudeln waren auch noch da. Ich habe noch gesehen. Haha, ganz vergessen hier. Wichtigste Zutat noch hier. Ja. Gleich noch, warte mal. Also alles hier rein. Kommt da noch was dran an Gewürze, Salz, Pfeffer, ja, Maggi? Ja, Kommt noch. Okay, gut. Schön. Alles sind die guten Alutöpfe. Deswegen weiß der Uwe auch nicht, was das für eine Knolle war hier. Kohlrabi. Kohlrabi mit anderen, oder? Die kleine. Kohlrabi. Passt schon, Jungs. Das passt. Das ist eine Kohlrabi. Oder sowas. Aus der Familie. Aus der... Richtig? Richtig, er nickt mit dem Kopf, siehst du, also dann stimmt dann, was ich sage hier. Hallo, Tim. Hier ist weit Bescheid. Ja, das ist ein Kohlrabi, ist doch egal. Oder? Korn? Mach doch da einen Sellerie rein, dann passt das Sellerie. Auch hier. Sellerie. Ja, so, hinein damit. Koriander. Koriander. Wo kommt der denn her? Und Salz. Und Salz, das ist schön. Aber, Ordentliche Schüssel hier. Salz, da, ich glaube, man ist zu da, also so. Ja. Ja, das ist das Salz von der Salzfarm, wo wir da waren. Ein tolles Video unbedingt anschauen hier. Siedesalzherstellung wie vor 1000 Jahren. Müsst ihr euch anschauen. So. Dann legen, kochen. Wie lange? 30 Minuten. Oh, das geht ja schnell. Ach, wir machen noch mehr. Jetzt pass auf. Hier kocht schon was. Oh! Was ist das denn? Chili. Oh, leck mich am Dingens hier. Oh! Also, das wird scharf, Jungs. Und Mädchens. Das wird extrem scharf. Muss das so sein? Ja. Oh! Wie heißt das Gericht? Super scharfe Schweineknochensuppe. Ja, ich glaube. Wir machen lieber hier weiter mit den Nudeln hier. So, die dicken Nudeln sind das. Das sind diese klebrigen Reisnudeln. Sind das. Hatten wir auch schon mal im Kochstudio. Sind so dicke Nudeln dann da. Ne? So, und zwar eine ganze Menge. Klar, für die Liter hier. Oh, nee. Tila, was machst du denn jetzt? Oh, hör doch auf! Hör doch auf! Oh, nee! Sind das die scharfen Chili? Ja, im Garten. Oh! Also würde ich natürlich ein wenig anpassen an den europäischen Gaumen hier. Ist nicht scharf, sagt Porn. Eine Tüte scharf. Scharfe Chili. Eine Tüte nicht scharf. Chili. Ist nicht scharf, Jungs. Ich hab keine Angst. Kann man mal die Tür aufmachen? Das wird nicht scharf. Jungs, das brennt euch die Lunge weg, du. Das brennt euch wirklich durch die Speiseröhre fort. Ja, ist nur für andere Leute. Ist gut. Also sowas macht man natürlich nicht in geschlossenen Räumen, das ist klar. Dann bist du tot. Ne? Bei uns ist ja alles offen hier. Das ist ja nur hier alles offen hier. Ne? Sicher ist alles offen da. Ne? Hier ist nicht geschlossen, alles offen. Ne? Aber macht das nicht in einer Küche, die wo geschlossen ist, dann seid ihr tot. Ah, jetzt ja, da kommt Leben rein.
Sehr schön, sehr schön. Wahnsinn. Seid ihr zufrieden damit? Ist das lecker? Der frisst dir die Speiseröhre weg, du. Ich sag dir doch, dieses Gebräu hier. Ja, vom anderen, so liebe Chili sind ihr, da kommen wir essen mit mir. Echt? Ja. Aber von mir aus schaffst du viel Spaß. Ich hab das irgendwo mal in einem Film gesehen, da hat man Menschen damit gefoltert. Hat man denen das in die Speiseröhre eingeflößt. Okay. Dann waren sie tot. Wahnsinn, ehrlich. Das kann man nicht essen. Das kann man nicht essen. Ja gut, das ist natürlich jetzt, du musst das denken. Ne? Oh. Hallo Uwe, was ist denn los mit dir? Ich bin eiweich. Ja, also. Nee, muss nehmen, ist natürlich jetzt hier 55 Liter dann da, ne? Oder 50 Liter, ich weiß nicht, wie viel sie machen dann da. Aber ey, das ist scharf. Das können wir hinmachen. Komm, mach mal. Ich hab's gerade husten hören, ehrlich gesagt. Das ist schon in der Speiseröhre drin hier. Tilak, mach doch mal ein freundliches Gesicht. Mach doch mal ein freundliches Gesicht hier. Scharf, gell? Abstand. Die Nudeln werden klein geschnitten, sehe ich gerade hier. Lee hat die schon klein gemacht. Ja, mein Schatz, alles home hier, home. Es wird gewerkelt und gemacht hier da, du. Wenn es ein Kohl wäre hier, so macht er die Kleinen hier. Zack, zack, zack. Was ist das denn? Essig. Essig kommt auch noch rein. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und hat Worte. Herrlich. Sieht aus wie Eiwar. Ja. Kann ich probieren, Herr. Na, danke. Boah, das wird, glaube ich, richtig Eiwar, oder du? Okay. Eiwar scharf. Das war's mit dem Chili. Der bleibt nur noch jetzt stehen hier. Der wird nicht gekocht. Gut. Jetzt kommt der Wok. Leute fragen, wo ist denn dein neuer Wok? Neuer Wok für Kochen, Falangfut. Genau, richtig. Aber diese, ich koche für diese. Das ist richtig schön, mein Schatz, ganz genau. Mach das nur da für mich, den teuren Bock hier. So, Zwiebeln hat sie hier noch. Wo kommt die noch einmal her? Knoblauch, Zwiebeln, das war ja gar nicht auf meiner Zutatenliste hier. Ich vergesse. Mach doch nichts, mein Schatz, ich bin doch hier. Ach, mach doch nichts. So, das kommt auch noch rein. Dann die Spiebe schneiden. Oh, die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Wo kommt die denn her? Ja. Genau, noch da. Riesen Pott Zwiebel. Ach, wir machen jetzt Röstzwiebeln oder was? Ja. Ach. Mein Gott, was eine Arbeit heute. Es ist heute aber nicht schnelle Küche. Nein. Heute nicht. Heute musst du arbeiten. Ja. Zwiebeln im Wok. Ja, die riechen besser als deine Chili. Die Arbeit hier heute, du. Der ist ja machen hier da, du. Alle klein machen hier. Kehr noch einmal, du. Knoin, Musa, knoin. Knoin. Muss zum Arbeiten. Aber wie hast du ein Stück, ne? Für Spenden. Ja. Eine Gurtab. Ja. Ja, meine. Ja. Vom Lena. Wie heißt denn? Ja. Ach, Lena hat schon was gemacht? Ja. Hat er schon fertig? Noch nicht hat gemacht, aber wenn hier fertig, dann muss man
Gibt es ein extra Kochstudio, oder? Weiß ich nicht. Ach. Aber nee, nur Powder, dann fertig. Nicht so lang sind ich. Aha. Ach, das ist dieser süße Nachtisch, diese, dieses Hefezeug da. Ja. Oh, das ist lecker, du. Oh, das ist morgen lecker, du. Essen. Oh, das ist lecker, du. An Zutaten war das ja noch gar nicht mal alles hier. Jetzt kommt ja noch Isanwurst hier. Pass auf, das ist so eine Art, so wie Lutschin. So wie feiner Fleischkäse, sowas in der Art ist das so, sag ich mal, ne? Wie so eine ganz feine Wurst, so, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 Stück Meterwurst hier. Was macht ihr jetzt denn? Was macht ihr jetzt denn? Ich mache ja. Mhm. Ah. Komm her. Ah, da war Plastik drum. Aha, okay. Plastik drum. Und dann schneiden. Das weiß ich, das ist jetzt Reis oder was hier, ne? In den Nudeln. Ach Gott, jetzt will ich ganz klein schneiden. Oh. Hast du viel, ne? Oh mein Gott, oh. Ja, Flee. Ja, genau, das Flee kommt. Up to you. So. Man braucht Bier, Moment, gerät ihr. Hm. Er macht ein bisschen dicker, gell? Richtig, das ist ein Männerschnitt. Nein, die Männer. Jawohl. Das ist ein Männerschnitt. Guck mal, Unterschied an. Hier, siehst du, ja, richtig. Fleischwürfel hier, jawohl, richtig so. Komm, mach ganz zart und fein. Oh, jetzt kommen wir hier, jawohl, Männerschnitt machen hier. Zack, zack, hier. So, Fleischwürfel, richtig. Muss noch was schmecken hier. Je dicker, desto lieber. Porn. Heißt es nicht so? Ja. Na, also bitteschön. Richtig. Je dicker, desto lieber, mach schön Männerschnitt hier. Richtig so, zack, zack, nicht so geizig hier. Zack, zack, jawoll. Sehr schön. Eine Zwiebel. Duften vor sich hin. Hamburger, ne? Könnte man so eigentlich verkaufen, ja? Könnte man so machen, jetzt schöner Hamburger, ja? Oh, lange nicht mehr gehabt, Hamburger, oder? Ja, ja, Chef. Ja, du schon hier. Ah, soll ich jetzt nochmal singen? Nee. Nein, fertig, ne? Heute? Ach, schöne Röstzwiebeln gemacht, die Lack. Ja. Guck mal, ein paar Hamburger, komm her, komm, los, komm. Nehmen wir davon nochmal einen Pfund weg hier. Ha? Tod hat nicht, nur als die Hamburger. Zur Not schmeckt der Hamburger auch ohne Brot. Also wussten ja. Sie das schon? Ja, ja. Ja, kann das, kann das auch so machen. Nur hier Fleisch und hier Zwiebel drauf und Ketchup und Hamburger Soße und fettig. Wo kommen wir? Sehr schön. Hey, du bist zu langsam. Leo, Leo, du hast noch hier 4 Stück. Du hast aber langsam das Leo, Leo. Hallo, ja, so nah, muss ein bisschen singen jetzt. Na, es wird langsam, langsam. So, nächste hier. Ich gucke mal mit dir. Ist heute Stress hier, du. Hier. Ganz Eiweiß wieder raus, oder was ist das hier? Ja. Vom Sting, die Knochen, oder vom Knochen. Schaum runter. Ja, richtig. Schaum. Ach, herrlich, herrlich. Knochensuppe. Ja, genau. Mmh. Gucken, ob der schon kocht hier. Nee. Kocht noch nicht. Kommt doch. Kommt doch. Ja, ist doch kaltes Brunnenwasser gewesen. Frisch aus dem Brunnen raus hier. Gut. Also das war es jetzt hier mit den Zutaten, was da jetzt kommt. Das muss alles jetzt noch ein bisschen köcheln und dann kommt es in den großen Topf rein, wenn das Wasser denn da mal kocht. Ja. Ne, das kann aber erst vielleicht auch sogar morgen früh sein, sagt Braun, dass du das machst da, wenn ich vielleicht noch am Ratzen bin. Das kann gut sein, oder?
Die steht um 4 auf oder um 3 oder was, keine Ahnung, dann dann ist so, ne? Dann haut sie das dann da rein. Ne? Also, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Schneiden. Einen Schneidenschnitt. So, gut. Ich habe gedacht, das kommt in die Suppe rein. Nein, dann das hat jeder gedacht. Dann kann die erst werden. Das ist nur als ich werd beklopft. Nur ein kleines Tütchen. Oh, ganz das, scharf. Das sieht aus so wie Eiber, du. Ich schon probieren. Ganz scharf? Hm. Wenn du sagst ganz scharf, dann ist Feuer in der letzten Stufe auch drin. Ja, mein Gott. Das ist also wirklich scharf. Und? Hom? Hom? Hom. Ah. Ich sag immer, Hauptsache Spaß an der Arbeit. Ach, so macht ihr das jetzt, okay? Ist es von mir nehmen? Ja, mein Schatz. Und das wird in der Suppe dann dabei, oder wie? Gut, wir werden es dann jetzt ja sehen, wie das dann genau funktioniert, ne? Also, bleibt dran, das kommt ein paar Tage später, ne? Weil wir erst noch andere Sachen da haben, ne? Wie zum Beispiel die Vögel, ist klar. Dann kommt Thomas noch am Mittwoch, kommt wahrscheinlich noch. Und dann erst dann jetzt Katrin, glaube ich, ne? So von der Reihenfolge dann wieder, ne? Dann, ja, so machen wir es. Also, scharf, mein Schatz. Tief einatmen. Tief einatmen. So, Kinder. Jetzt kocht er. Ja. Wo? Nila, kein Nila. Das ist ja riesen Top, ist das ja auch. Du, ich habe schon einen riesen Oschi hier. Gib mehr Dampf rein hier. Dampf, ja. Mehr Kohle hier. Was ist das jetzt hier? Pilzsoße dünn, natürlich. Das darf doch nicht viel machen. Die ganze Flasche rein hier. Nee, so. Mit Salz und so. Ach was. Also wir haben jetzt, Entschuldigung, ich muss die Uhrzeit sagen, 6 Uhr. Nee, für morgen. So. Nicht jetzt. Nur Farbe. Guck mal. Und Geschmack. Geschmack also. Schön. Kürbis, hab ich gesagt. Genau, ja. Kürbis. Nee, Kürbis. Dingens war's, genau, Dingens, hier, Dingens, ja, genau. Kohlrabi. Ja, ja, ja. Dann kochen, ja. Dann weiter kochen. Ja. Deckel drauf. Mach Beet, Deckel drauf. Beet. Schön. So, weil der große Topf so langsam ist, macht vorne das Hackfleisch lieber hier rein. In den Topf. Du musst mehr Holzkohle reinstopfen, Tilak. Ja, doch, ja, ganz cool. Ja, mehr Dampf hier. Mehr, wo kann der? Keine Ahnung, stopfen, mit Hammer reinstopfen, mit Hammer. So, was machst du jetzt denn hier? Ach, wieder deine kleinen Bällchen hier. Ja. Bitte schön rund machen, ja, bitte mit Liebe machen. Schön einzeln rollen das Ding. Richtig schön rolli. Achso, da muss ich gucken hier. So. Das ist nicht mit Liebe gemacht. Ich würde es alles schön rollen hier. Kugelrund würde ich es machen. Ist aber nicht Pflicht, sagt meine Frau. Jetzt alles rein? Ja. So, wir haben jetzt hier einen neuen Chefkoch, oder ist das hier Azubi? Ist das hier Job. Lehrling? Job. Ist das sein Job? Es war mal sein Job sogar, hat er auch mal jetzt gemacht, ja. Und zwar wird das morgens hallo, ganz hallo, früh verkauft. Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Vielen Dank, Mac. Ja. Für Mark, ja. Mark, mit Rrrr. Mit Rrrr. So. Wo war ich stehen geblieben? Hier, ganz genau, das war mal sein Job. Das wird morgens früh in Thailand verkauft. Ganz früh. Also für die Leute von der Frühschicht, richtig? Wird das verkauft? Das sind diese süßen, krapfenähnliche Dinger da, ne? So. Dieser Job hat gemacht in Nong Khai. Ja. Bakat. Vom Ben und Bu. Ach, da wo die sind? Wo die waren. Genau, den zu Hause, glaube ich schon. So, jetzt pass auf. Mehl. Wir haben Mehl. Nur Zucker. Anfang okay. Wasser. Anfang Wasser. Ja. So viel Wasser.
So viel Wasser. Dann Zucker. Halb Kilo. Halb Kilo. Hast du gesehen? Halb Kilo. Halb Kilo. Porn hat das in den Händen drin. Halb Kilo. Ja. Guck mal. Ich guck ja. Ich bin dann ganz aufgeregt hier. So, ich muss zweimal jetzt filmen hier. Boah, drei Eier. Ja, Moment mal, wer ist jetzt Koch? Du oder du? Wer macht jetzt hier wie Chef? Er hat hier Gummi anschauen auf jeden Fall schon mal. Ja. Hier in das Wasser rein kommt das Ei. Schön. In das Zuckerwasser. So. Menü. Dann. Ach, du willst doch mal. Guck mal. Sie lässt sich ihre Küche nicht nehmen. Das ist ihre Küche und ich darf doch eigentlich auch nicht drin kochen. Das ist auch klar. Ne? Also. Kim oder? Kim? Salz. Sie. So. Das heißt, sie ist ungefähr. Nicht neu. Gute Salz aus dem Siedesalzbergwerk. Nicht Bergwerk. Wann sie kämpft, oder? Warum? Oh, Entschuldigung. Sie hat gesagt, sie. Vier. Das heißt, so ein Bein, ja. Vier. So. Okay. Zwei. Drei. Hinten. Vier. So, mach da nichts mit Schatz. So. Jetzt mixi. Ich hätte schon mal eine ganz tolle Schürze angegeben. Will eigentlich hier keiner singen hier oder was hier? So, mixi. Wenn Lea mixi, zeige ich mal hier das Mehl hier. Hier steht nichts drauf, was das ist hier. Hey, langsam, Kinder, langsam. Oh, langsam. Was ist das? Kung Fu Hack. Was ist das? Kung Fu? Hacking. Ah, hier. Backpulver. Backpulver. So, ich war hier bei dem Mehl. Hier steht jetzt nichts drauf, was für ein Mehl das jetzt ist. Hier steht nur drauf, INS 928. So, sonst steht hier nichts drauf, was das ist hier. Welche Sorte? INS 928. Kinder, ich weiß es nicht. So. Mit Gluten, schön. Mit Gluten drin, schön. So, sonst habe ich hier nichts stehen hier. Tut mir leid. Welche Sorte das ist? Die, sie sagt immer, guck nach die Sterne. Ich weiß nicht, was das heißt mit den Sterne hier. Das ist jetzt 5 Sterne. Ist das jetzt 5 Sterne? Ist jetzt lecker oder was? Glaube. Okay, gut. Dann mixen wir lieber weiter hier. Ja. Okay. Was sagt denn jetzt hier? Soja. Also, ja. แฮมโมเนียใส่กันบูดใส่ตัดเต็นใส่จะเครื่องสอนนี่ด้วยสักสี่อีกใส่ได้หนึ่งมาครับใส่เออตัวนี้ใส่สี่ใส่ยังไงใส่เสร็จใส่ได้เลยมาอีกหนึ่งเหลืออะไรฮะมาเหลืออะไรอืมมาเยอะนึงพอ Das ist ein Moped, ne? Das keiner hat hier einen fahren lassen oder was, dann ist ein Moped, was da fährt. So, zeig mir nochmal. Da steht was. Ammonium Bicarbonat. Nie gehört, was ist das denn so? Das hört ja wie im Chemielabor hier. Also das kommt auch rein. Er ist noch am Mixi machen. Ja, Oil. Okay, ja. Mhm. So. Da habe ich die Flasche leer, sagt die Frau. Okay. So, 3 Löffel rein, gut ist. Schön. Ich mache für Jutsam die Powder hoch. Ne? Hefe. Ja, Hefe. Hefe. Ah. Trockenhefe. Ah, ja klar, da muss ja Hefe rein, ist klar. Hefe, ja, okay. Hefe muss rein. Genau. Hm. Das hat Lee alles mitgebracht, ne? Nein, meine. Du hast Hefe? Ich hab alle. Du überraschst mich, mein Schatz. Ja, ich hab alle. Was ist das denn? Für Kinder? Kinderlöffel? Ja, sehr gut. Erst mal noch Mixi machen. So. Machen wir.
Das war doch die Schüssel zum Füße waschen, oder? Nein, gar nicht. Warte. Peinige. Vor Hundusche andere Dose. Ja, aber jetzt haben wir die Füße gewaschen hier. Nein. Nein? Nein. Kleiner Scherz. Also, jetzt kommt das ganze Mehl da rein. Die ganzen, wie viel waren das jetzt? Zwei? Drei? 3 Kilo haben wir jetzt, 3 Kilo. Vier Kilo. Vier Kilo. Ja. 4 Kilo. Mehl. Jetzt, rührt der Chefkoch noch mal selber und das alles und nein, stimmt nicht, nur die Hälfte. Langsam, das ist das Geheimnis hier, langsam. Langsam rühren. Wieso Le hat Handschuhe? Weiß ich nicht. Wie hört die Finger ganz sich vom Gummi? Achso. Ach, das macht doch bei der Schüssel nichts aus. Horn. Das gibt den besonderen Geschmack. Ja, richtig. Aber wenn die Deutsche hat gesehen, da, die Finger so ekelig. Aber nicht meine Füße. Nee. Danke schön. So. Weiter. Mixi. Was ist das? Nur normaler Wasser. Wasser? Aber muss ich langsam. Du musst jetzt mal Qualität an hier. Ob das Qualität ist? Ja, ich glaube gut, Qualität. Das sehen wir morgen, oder? Ja, für morgen. Das muss verstehen jetzt, ne? Ja, wie kodiert, ne? So kalt in Wuhan. Die Hefe muss hochgehen jetzt, ne? Ja, kalt heißt bei uns in der Nacht jetzt, ja, es geht unter 20 Grad jetzt, ne? Das ist bei uns jetzt kalt. Jedna. Ja? Zusammen, kischi. Horn hat schon dicke Decke rausgeholt. Richtig, mit Socken, vielen Dank Socken. Mit Socken schlafen, weil es ist kalt. Da gibt es sicherlich auch eine Knetmaschine, oder? Aber das machen wir nicht, ne? Wir machen das so. Und jetzt normalerweise macht man das, im Sommer macht man das jetzt so. Da muss der junge Mann, der muss dann richtig schön schwitzen und der ganze Schweiß muss dann in den Eimer reinlaufen, verstehst du? Und das gibt dann erstmal den Burner-Knaller-Geschmack hier. So ist das. Richtig, mein Schatz? Jetzt hat Job auch so für die Leute, weil schon, die machen die hier, dann die ja. Leute vom Gattin, ja. Die zahlen für Marken. Aha. Die bezahlen Leads, um zu machen? Ja. Weil du sagst, die müssen bezahlen? Nein. Vor Leads machen. Ja. Jetzt diese Zeit. Oh ja, da muss was kommen, ja. Also wie beim Bäcker hier. Hier, jawohl. Richtig, mein Schatz. Wir müssen auch schon wieder los. So. Haben Sie Wasser? Das geht auch heute ein langes Kochstudio, du, ehrlich du. Das extra super lange Doppel-Wuppel-Kochstudio hier.
bestimmt eine Stunde Video, ehrlich, du, ich schwöre, du, ehrlich, du. Ja. Kaputt. Kaputt. So hart. Kaputt. Kaputt. So hart Boxing. Ah. Okay. Okay, Leo. Okay. Da ist der Lebemann, guck mal. Da ist der Lebemann, guck mal. Der geht hoch. Der geht schon hoch. Was macht der denn? Ach, hier mit dem Mehl nochmal drüber. Aha. Aber, den Mehl nochmal drüber hier. Patsch, patsch, patsch. So, morgen. 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 Morgen früh. Ja. Okay. Der muss also jetzt so lange stehen. Jetzt, ja, 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 richtig. Also morgen früh, das heißt jetzt ist 6 Uhr, das heißt wir fangen sicherlich um 3 Uhr an. Richtig. 9 Stunden. Richtig. 9 Stunden. Ja, richtig. Okay. Dann machst du morgen weiter. Richtig. Richtig. Alles richtig, was ich sag. Ja. Kohlrabi. Kohlrabi. Knoblauch und Rotkohl. Ich hab Hunger, aber über wenig machen. Guck mal, ich hab Papayaki. Guck mal, da. Das ist Chili. Guck mal. Du Scham. Dann ein bisschen Zucker. Oh, Sinne. Weißt du nicht Namen Deutscher? Dann oh, what is it? It's a crab. Ooh. Just a wow. Yeah. Easy. Hom mag mag. เท่าไหร่พรเท่าไหร่ 100 โอ้ เสียบเธอ โอ้ This come from who? The what is it? The food or the what is it again? Oh.
หอมมากมากAlready. เสร็จแล้วค่ะหุยอร่อยมากมากโอเคมันชีอืดได้ป่ะเนี่ยเนาะถ้ามันสุกแล้วมันก็อืดถ้ายังขยายเลยโอเคเลยพี่ช่วยโอเคโอเคอันนั้นนั่นมาที่นี่Dann umtauschen diese Nudeln noch hierher. Die hier schon fertig. Dann ich warte für mehr Gold. Sag mal, Sani. Die Nudeln mehr dick. Schlucken die Wasser ganz dick. Nudeln kann dicke. Sehr schön. Nur. Nach Suppe, ne? Mit Kinn kann gut die Zeige. Oh, die Wahl. Jung lang, jung lang. Die Nase auch ich, ne? ขออนุทุโมทนาอีกสาธุเลยครับสิบหาโลบอยเริ่มขึ้นแล้วข้นขึ้นเรื่อยโอ้สองคนยกบวยเนี่ยใส่ลูกไปมันฉันไปล่างอันนี้เรียบร้อยเชิญไปเตรียมเลยดันวาดเทนเหมือนกันดีดีนูดเดินดันอะไรฟูนเวนนิกินุกวาซาดันวีฮัตออโซฟอร์มดาไอเนอร์ so Frau Chefköchin was denn was ist Paul auch noch daWas ist jetzt passiert? Schüssel. Okay, aha, er will jetzt mal probieren. Also, wir sind jetzt hier am nächsten Morgen und die laden jetzt ein. Der Monk ist schon am Sprechen dahinter. Und jetzt fahren sie los zum Tempel und davon machen wir ein separates Video. Jetzt läuft die Frau weg aus dem Bild raus. Dann nehme ich den Poi drauf, das geht auch. Ah, da ist sie wieder. Schön. Also, so sieht das jetzt aus.Rühr mal rum hier. Die dicken Stücke mal hoch hier. Mal langsam die. Oh ja, oh ja. Oh ja, schön. Ist das denn noch warm hier? Oh ja, das ist noch warm. Schön. Mal. Geil. Dann? Schön warm. Richtig. Bisschen hier was fürs Auge. Dann, ich mach später da und so, dann Knoblauch. Ja. Okay.Zwiebel. Ach, deine Röstzwiebel hier. Ja. Für lecker. Guck mal. Ja, ich guck lieber dich an. Meine strenge Herrin. Du siehst heute aus wie eine Leserin. Guck mal, ich wollte hier stehen. Guck mal. Er wartet schon. Also, die Geier warten schon. Die Geier warten schon. Echt, du siehst heute richtig. Guck mich nochmal an hier.Frau Lehrerin, ja. Meine Herrin, nur guck! Ja. Nur guck! Simone, Tabor,
Weiß ich nicht. Zack. Deckel drauf. Ah, hier, hier. Serb, natürlich Serb. Serb, Leute. Wie viele Punkte? Kanin. Bad. Bad. Nummer ist ein Buch. Er hat gesagt, ah, ich so weit, wieso? Noch nicht in Chili. Die Tüten Chili fehlen noch. Ja, klar, die Tüten Chili fehlen noch. Also gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann am, oh, keine Ahnung, wann das kommt jetzt dann da, ne? In dieser Woche noch. Sehen wir uns dann wieder auf dem Katinfest. Immer daran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und der Poi und der Lee und die Porn aus Thailand und Tschüssli. Und Tschüssli, ciao.